Es ist ein Mythos, dass es beim Sex nur um den Orgasmus geht. Es ist entscheidend, über Sexualität schon früh aufzuklären. Die Aufklärung über Sexualität und das unverkrampfte Umgehen bezüglich Sexualität fängt eigentlich schon im Kindergarten an. Dann in der Grundschule, dann in der weiterführenden Schule. Das heißt, ein gutes Begleiten schon der Kinder und Jugendlichen zum Thema Sexualität, eigenen Körper erleben, ist entscheidend, um später im Erwachsenenalter damit bewusst und unverkrampft umgehen zu können. Es gibt irrsinnig viele Mythen bezüglich Sexualität. Ein Mythos: guter Sex ist spontan. Beim Sex darf der Mann nicht hören, was die Frau sagt. Beim Sex kommen beide gleichzeitig zum Orgasmus. Der Mann merkt, dass eine Frau zum Orgasmus kommt. Sie merken irrsinnig viele Mythen. Zwei möchte ich kurz erklären, die ich total toll finde. Erster Mythos: guter Sex ist spontan. Überlegen Sie mal, wenn Sie ins Theater gehen, Sie buchen Monate vor, haben Sie Spaß? Ja. Weshalb ist es beim Sex anders? Ich weiß es nicht. Nächster Mythos ist, Männer kriegen Orgasmus einer Frau mit. Da gibt es super Studien. Nein, kriegen sie nicht. Ein anderer Mythos an dieser Stelle ist, Frauen täuschen selten einen Orgasmus vor. Stimmt auch nicht. Die Zahlen sind da wirklich ziemlich hoch. Der Pornokonsum wird wirklich wissenschaftlich absolut kontrovers diskutiert. Die meisten großen Studien sagen, Pornokonsum hat auf die normalen Menschen keinen negativen Einfluss, auch auf Jugendliche nicht, sondern er öffnet eher Räume von Dingen, die man früher nicht erleben konnte. Es gibt Ausnahmen, wo es Subpopulationen von Menschen gibt, die unter einem vermehrten Pornokonsum sexuelle Schwierigkeiten, emotionale Schwierigkeiten entwickeln. Das ist aber wirklich nur eine kleine Subtyp. Für die meisten Personen hat Pornokonsum keinen negativen Einfluss.